Guten Morgen, liebe Leute. So, ich schaue mir jetzt mal meinen Schnitt von gestern an. Freue ich mich schon drauf. Bisschen Ruhe vor dem Sturm. Alle Kinder sind raus. Die Frau ist raus. Alle sind weg. Ich bin allein zu Hause. Hab Ruhe. Und muss noch nicht jetzt sofort in den Laden. Ach, herrlich. Das ist schön. Kundenrad. Werkzeugrad. Ich gehe jetzt zum Bäcker Brötchen holen oder Müsli oder ein Bauernfrühstück. Irgendwas zum Frühstück brauche ich jetzt. Dann bin ich gleich wieder da. Keiner da. Fast 11 Uhr schon wieder. Keiner da. Ist wie das war. Der erste Kunde ist da. Kannst du mal hochhalten. Wiegt ja nichts. Das hier, wie man sieht, wird Pedal rausgerissen. Kona Rove. Das ist ja das Kona Räderboard für 700 Euro. Das ist ja ein Ding. Ist ja nicht so sehr teuer. 700 für ein Komplettrad, ey, überleg mal. Und ich baue so einen Pegasus auf und habe 762 Euro. Total bescheuert, das ist Pedal, ist rausgerissen. Er hat es halt wahrscheinlich nicht richtig montiert. Das würde ich jetzt auch nicht in irgendeine andere Kurbel nochmal reinschrauben. Das bereite ich jetzt mal vor, das Rad, damit wir überhaupt ein bisschen Material zusammenkriegen. Und dann würde ich mal sagen, also wer weiß, nachher brummt der Laden wahrscheinlich wieder volle Pulle. Aber jetzt im Moment ist es sehr, sehr trübe. Ja, die ist auch manchmal traurig. Und abgrundtief traurig. Dann ist der schaurig, traurig. So traurig war er, ey. Tada! Oh, schön. Scheiß. Ich war ja nicht richtig aufgeschraubt, Kollege. Das nächste Mal aber besser machen, doch. Ja. Ah, das riecht nach frischem Aluminium. FSA Tempo Adventure. Ach, die ist vielleicht auch ja nicht so teuer. Aber sie ist im Arsch. Tada, tada. Made in Taiwan. Na gut. Das andere Pedal baue ich auch ab, weil das Pedal würde ich halt nicht mehr nehmen. Da ist halt das Gewinde so ein bisschen angeditscht. Bisschen angegangen ist es halt immer schon, ja, auch wenn es stark ist. Schraub mal die andere Seite nach. Mal gucken, ob damit geht. Ja, geht. Ach, geht. Ach, geht. Ach so, ich habe ja. Ich hab keinen Kohlarm. Gut.
Wahnsinn, Wahnsinn, Scheinbremse. Naja, gut, haben wir. Ich warte auf die Teile und dann geht's weiter. Dieses Verhandeln kriegst du aus den Türken nicht raus. Ja. Ich glaube, da ein Vorderrad platt. Was kostet? Ja, 16 Euro. Ah, mach 15. Nein, nicht 15. Nein, nein, 16. Für alle gleich 16. Alle müssen handeln. Das ist doch Schwachsinn. Kostet 16. Ansonsten, nein, danke. Ja, bitte. Mach selber. Das Werkzeug kostet 6 Euro. Immer das Gleiche. Bla, bla. Ach, Mann, ist das schlimm, ey. Das baut man eigentlich nicht mehr ein, so. Aber er wollte das so. Dann mache ich das. Sehr rissig. Ist nicht gut. Wie geil, ey. Was für eine Bremse hier. Die ist so cool. Duck. Shimano-Bremse. Irgend so eine billige Shimano-Scheibenbremse. Manuell. Oh, die ist auch nicht schlecht mit dem Einstellen. Klack, klack. Und oh, alles gut. Oh Mann, ey. Jetzt komme ich gerade aus dem Hin und Her nicht mehr raus. Mein Gott. Stell mal hier hin. Soll ich die jetzt laufen lassen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. So viel los. Auf einmal gewesen. So mit einmal. Das ist ganz witzig hier im Laden. Es ist ja wirklich so, dass die ganze Zeit nichts ist. Nicht, überhaupt nicht. Dann kommt der Erste. Denkst du, naja, endlich kommt mal einer. Ja, und wenn du dann gerade fertig bist mit dem ersten, kommen auf einmal fünf andere noch. Und so, boah. Und betteln dich zu. Unglaublich, unglaublich. Gott sei Dank habe ich den Schlauchwechsel gemacht. Vorher schon. Ja, so ist es. Ich habe neue Kinder. Was macht der? Heimtrainer. So, jetzt mache ich das mal draußen zu Ende fliegen. Sehr viel. Bruder. Schau mal, nein, ist aus. Schaut das an. Oder? Dadurch hast du eine große Chance. Ja, warte, ich probier's erstmal. Jo, Leute, was geht? Wer hat angemacht? So, was los hier?
3 Räder haben wir hier. Ich habe 9 Besucher hier im Laden. Da ist er. Immer was für die Quote mit den Hunden, ne? Bremsbelag, Vorderrad, mach ich jetzt mal wieder flott. Na, ich habe leider nichts zu naschen für dich oder so. 100 Liter Lies. Furchtbar, wie die aussieht, ey. Die ist nicht mehr zu löten. Ich gehe da selber jetzt mal mit der Drahtbürste drüber. Sonst fängt da ein Schlauch einbauen, dann ist der gleich wieder platt. Das ist Quatsch. Das brauche ich nicht machen. Das haben wir. Das Vorderrad ist drin. Das war erstmal. Jetzt das nächste Rad. Das ist ja ein graues, ey. Total im Arsch, das Lager. Na, ich soll nur einen Schlauchwechsel machen, aber jetzt schreibe ich mir mit auf den Zettel. Irgendwann auch im Arsch. Ja, komm, jetzt, das ist doch Quatsch. Ich brauch das doch nicht. So, folgendermaßen sieht es aus. Hier bei dem Laufrad, läufst du überhaupt noch? Ja, bei dem Laufrad ist die Narbe kaputt.
Das Felgenband war kaputt, das ist das Wenigste natürlich. Aber auch die Felge ist kaputt. Die wölbt sich hier derart stark nach außen, dass wenn beim nächsten Aufpumpen explodiert die. Also das würde ich jetzt einfach mal beiseite stellen und sein lassen, weil das macht keinen Sinn. Was gibt's? Ich habe ein Rad dabei. Ach, ist ja ein Ding. Und da geht immer die Luft raus und vielleicht müssen wir da mal einen neuen Mantel aufziehen. Einen Schlauch reinmachen, meinst du? Ja. Ich glaube eher der Mantel, aber einen Schlauch kann man auch mal angucken. Ich glaube, den habe ich mal bei dir machen lassen. Ja, aber der Schlauch, der ist ja das erste, was kaputt geht. Ja, okay. Also ja, schau es dir am besten an und also, wenn es platt ist, ist es ja immer der Schlauch, der kaputt ist. Okay, der Mantel ist bleibt ja sozusagen, weil da sticht zwar was durch, aber naja, also der Schlauch ist ja wie der Luftballon, der dann platzt sozusagen. Absolut, okay. Also der muss wahrscheinlich sowieso gewechselt werden und der Mantel, sagst du, ist nicht mehr schön. Der ist uralt. So, der gute Mann hat hier irgendwann mal die Kettenradgarnitur tauschen lassen. Man sieht, die ist schon wieder angerostet. Er ist nie gekommen zum Nachziehen. Ist das lustig. Jetzt soll ich sie heute nachziehen. Ich sage, das muss doch schon ewig her sein. Egal. Ich ziehe nach. Gott sei Dank bin ich immer richtig auf dem Festballern. Andere Seite auch. So, nachgezogen haben wir. So, das ist natürlich schlimm, wenn man sieht, dass der Felge so aussieht. Hier ist die nächste Felge. Heute haben wir Tag der rostigen Felgen. Und das Felgenband hier so rumlappert und gerissen ist. Ach, so was wird die fahren, quer durch Berlin. Da-da-da. Hat der Thorsten nämlich falsch rum reingesetzt, weil er meinte, so rum muss. So wollte er nämlich auch mal auf Band haben hier. Ja. Thorsten ist schuld. Wo ist er denn hier? Ja, mit der Hand aufsetzen ist so eine Sache. Von diesen Sprengringen, das kann nicht jeder. Da braucht es ein bisschen Kraft. Der letzte Auftrag für heute ist richtig leer hier unten. Ist leider nicht dieses Rad, aber das ist leider. Vielleicht auch Gott sei Dank. Da ist so viel dran zu machen, hab ich ja keinen Bock. Kein Bock drauf. Platter Reifen Vorderrad 584. Platter Reifen Vorderrad 584. Lieben wir. Die kommen natürlich nicht zu uns. Die erstmal Reifen wickeln, so ja, draußen, wir brauchen eine Draußenreparatur. Ja, jetzt nicht aufregend. Ich weiß noch nicht, was ich davon zeigen soll. Ach, was soll ich machen? Mal gucken, was noch passiert. Heute war nicht so was aufregend. Irgendwie muss ich mal sagen, ich moderiere mal schon so ein bisschen ab. Ja, es war
viel los, viel Wusel an zwei Stellen des Tages. Irgendwie so, an zwei Momenten, wo das dann alles auf einmal kam. Ja, ansonsten nichts Besonderes. Guck, eine Stunde habe ich ja noch, anderthalb. Wir schauen mal. Also ich bin so ein bisschen am Aufräumen hier. Jetzt alle zusammenpacken schon und ich meine, es ist ja Samstag. Schon wieder mal Samstag. Die Gummikiste ist voll. Ich muss die bald mal wegfahren zur BSR. Da kommen nämlich die Reifen hin zur BSR. Die Schläuche gehen hier weg, kurioserweise wie warme Semmeln. Also da gibt es viele Leute, die wollen ein bisschen basteln und so. Da wird man die Schläuche ganz gut los. Jetzt müsste noch eine Vermietung kommen. Die waren ja reserviert. 8.30 Uhr. Und dann ist Feierabend. Ja, liebe Leute, das war's. Einen schönen Feierabend wünsche ich euch. Wir sehen uns Montag. Da bin ich wieder hier. Auf alle Fälle, ich habe keinen Brückentag. Bei mir ist offen, auch am Montag. Vom 1. Mai. Mal schauen, ob ich umsattel. Auf Pflastersteine. Der alte Witz. Naja, nee. Also wir hoffen mal, dass es ruhig wird. Auf alle Fälle am 1. Mai auch denn. Oder jetzt am Wochenende davor halt auch. Weil ich meine, die kommen ja schon alle an jetzt. Die ganzen guten Menschen, die hier ein bisschen Bambude machen wollen. Die trudeln ja jetzt langsam so ein vorm Wochenende. Am Wochenende. Und wärmen sich schon mal auf und ich hoffe, das geht alles gut und wir haben hier nicht so viel Ärger und Rabatz. Wurde ja immer ruhiger von Jahr zu Jahr. Krawalle sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gott sei Dank, muss ich dazu sagen. Ja, darauf trinke ich. Schönen Abend noch. Bis Montag. Ciao.